Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Herzlich willkommen. Heute ist Montag für mich. Ich weiß nicht, wann ihr das Video seht. Ich glaube am Freitag erst. Aber der Januar ist schon durch. Und fragt mich bitte nicht, wie weg war der erste Monat dieses Jahres. Und ich muss ehrlich sagen, ich kann mich nicht daran erinnern, dass es so ein wilden Jahresstart hatte. Ihr habt natürlich einiges mitbekommen, vieles aber auch nicht. Und deswegen will ich einfach so ein bisschen den Monat rekapitulieren und schauen, was war, mit euch ein bisschen reden und über Produkte reden, die ich in den letzten, ich sag mal, 5 Wochen kennengelernt habe. So Ende letzten Jahres, den ersten Monat im Januar, habe ich wirklich viele neue Produkte kennen und lieben gelernt, die ich euch heute in mein Gesicht bringen möchte. Und vielleicht ist ja das ein oder andere Produkt für euch dabei. Ihr liebt solche Videos, wenn ich mit euch nochmal so eine Monatsfavoritengeschichte mache, damit ihr einfach seht, welche Produkte haben sich wirklich in meine Routine verfestigt. Ich habe natürlich recht viel Make-up hier, was ich auch probiere, immer so ein bisschen durchzuwechseln und zu schauen, welche Produkte funktionieren, mit welchem Primer, welche Pflege, zu welcher Foundation, um da so ein bisschen zu schauen, was kann ich euch dann am Ende empfehlen. Ich mache 3 Videos die Woche, das ist eine Menge und ich habe gemerkt, dass ich euch zwar immer wieder neue Sachen zeige, aber recht selten wirklich Produkte immer wieder zeigen. Und ich finde das recht schade und möchte das dieses Jahr auch so ein bisschen ändern. Ihr seht auch, dass sich mein Content gerade so ein bisschen verändert. Ich probiere so ein bisschen dieses Classic OG Beauty YouTuber Content Gedöns mit euch umzusetzen. Hauls, Aufgebraucht-Videos, Reviews, Langzeittests. Einfach, dass ihr wirklich das meiste für euer Geld bekommt, was ihr an Produkten oder in Produkte investiert. Und deswegen freue ich mich, dass wir heute ein Monatsfavoritenvideo machen. Einige Produkte habe ich euch so, glaube ich, auch noch nicht gezeigt, außer vielleicht in einem Haul. Und deswegen würde ich vorschlagen, wir starten direkt. Wundert euch bitte nicht, ich trage eine Mütze. Sie sitzt an einer Stelle, die sehr schmerzhaft ist. Ich habe heute Nacht ein Einhorn bekommen und das möchte ich ein bisschen kaschieren. Nun gut. Apropos Hautpflege, die letzten Tage waren wild. Ich habe sämtliche Nervenzusammenbrüche gehabt und deswegen starten wir auch mit Skincare. Und da habe ich hier von Beauty Glam das Niacinamid Serum. Ich habe das irgendwann mal, ich glaube, bei Rossmann gekauft. Das ist wirklich ein sehr, sehr gutes Niacinamid Serum. Ich teste mittlerweile auch schon ein anderes. Ich habe das jetzt bestimmt 4 Wochen getestet. Ich benutze Niacinamid Serum tatsächlich sehr, sehr gerne auch vor Make-up. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, vor allen Dingen im T-Zonen-Bereich, dass durch der Zink, der da drin ist, die Poren so ein bisschen klein gemacht werden. Und vor allen Dingen dadurch, dass Zink natürlich auch austrocknend wirken kann, wenn man zu viel benutzt, ich nicht so schnell in meinem T-Zonen-Bereich öle. Deswegen gehe ich meistens wirklich hier nur an der Nase lang, um dort so ein bisschen für einen Mattifying-Effekt zu sorgen. Den machen wir jetzt aber ganz schnell weg. Da komme ich dann zu, übrigens, wenn ich das aufgebraucht habe. Also da kriegt ihr noch mal eine Langzeit-Review. Ich teste gerade ganz, ganz viele verschiedene Sachen. Ich gebe mir immer 4 Wochen, teste das eine, habe meine eigene Skincare-Linie gerade getestet, vergleiche die jetzt mit denen, um einfach zu schauen, wie ist der Stand mit meiner Entwicklung. 4 Wochen die, 4 Wochen die. Ich bin gespannt. Wir machen weiter mit einem Primer und ich glaube, da könnt ihr euch vorstellen, welcher es ist. Das ist der Rival Loves Me Holy Grails Primer bei Maxim. Ich habe euch neulich bei Instagram ein Video gezeigt, beziehungsweise so einen Guide gezeigt, wo ich euch verschiedene Möglichkeiten gezeigt habe, was ihr damit machen könnt. Ihr könnt ihn natürlich als Primer benutzen und ihr habt diesen super, super Wet Look. Also das ist wirklich Glow. Das ist so etwas für wirklich die Zeit jetzt, wenn es draußen kalt ist, die Heizung ist an, die Haut ist trocken. Übrigens, ich weiß nicht, ob ihr es in den anderen Videos gesehen habt, aber die Theken wurden wieder aufgefüllt. Also schaut gerne mal vorbei. In vielen, vielen Filialen sind wieder komplett volle Aufsteller. Also schaut gerne in den nächsten Tagen bei Rossmann vorbei. Die LE soll es für 7 Wochen in den Rossmann-Filialen geben. Demnach kommt auch immer wieder was nach. Ich habe ganz, ganz viele böse, böse Nachrichten bekommen. Ja, wie es denn sein kann, dass es da nichts mehr gibt? Es gibt noch was. Deswegen freue ich mich, dass ich euch das einmal mitteilen kann. Also die Theken werden immer wieder aufgefüllt. Und ich möchte gleich weitermachen mit Foundation. Denn da habe ich 2, eigentlich 3, aber die eine kann ich euch nicht zeigen. Das ist eine Unverschämtheit. Einmal habe ich mir neulich diese La Mer Foundation gekauft. The Soft Fluid Longwear Foundation. 129 Öcken. Ist es nicht wert. Also, sie sieht toll aus. Die Farbe ist es, die erste Foundation, die wirklich, wirklich passt farblich. Aber ich kann euch keine Foundation für 129 Euro empfehlen. Und deswegen habe ich mich auf den Weg gemacht und geschaut, wie kann ich das
das Finish und die Langlebigkeit so ein bisschen replizieren. Und klar ist in der La Mer Foundation natürlich Skincare drin. Wie effektiv diese Skincare ist, keine Ahnung. Aber ich habe zwei Foundations, die ich gerne miteinander mischen möchte. Und zwar haben wir hier einmal die Max Factor Miracle Pure Foundation. Danach werde ich immer noch gefragt. Ich trage sie meistens in der Farbe Natural Rose, denn sobald ihr sie verblendet, oxidiert sie ein Stück. Und ich mische die mit der nagelneuen Catrice Clean ID 24 Hours Hyper Hydro Skin Tint Foundation. Es ist ein sehr, sehr langer Name, aber beide Foundations zusammen in Kombination mit diesem Primer Trust and Believe, Freunde. Wunder, wunderschön. Ich gebe mir das Ganze auf meine Mischplatte. Übrigens, auch die ist wieder erhältlich. Schaut gerne in meinem Shop vorbei. Es ist nämlich gerade eine Valentinstagsaktion und ihr kriegt auf alles, außer das Buch, das gibt es nicht bei Aktionen, 14% Rabatt mit dem Code LOVE14. Ich setze euch alles unten in die Infobox. Und für genau sowas ist diese Mischplatte halt mega. Ich gebe mir das hier rauf, ein bisschen die Max Factor Foundation und die Catrice Foundation, ganz wichtig, schütteln. Ich habe jetzt ein bisschen viel benutzt, aber das ist okay. Und lasse die kurz auf meiner Mischplatte, dass sie sich wirklich schön verbinden kann. In der Zwischenzeit mache ich meine Augenbrauen und dazu benutze ich eigentlich ausschließlich das Superglue-Schätzchen von Catrice. Ich wollte es euch nämlich mal zeigen. Das Brow Freeze von Anastasia. Ich habe es euch neulich gesagt, das ist sehr schnell austrocknet und zack, es ist ausgetrocknet. Man kann es wieder nass machen, aber dann klebt es nicht mehr so gut. Ich habe es jetzt extra nochmal aufgehoben. Ihr seht, es ist mittlerweile so matt und dann funktioniert es nicht mehr. Das sieht dann doof in den Augenbrauen aus. Deswegen nehmen wir das von Catrice. Kostet nur einen Bruchteil. Ich gehe hier durch, wirklich durch die Härchen. Umhülle jedes einzelne Härchen. Lasst es kurz antrocknen. Ihr dürft nur einmal durchgehen. Das ist ganz wichtig. Dann nehme ich mir einen sauberen Spoolie, ganz wichtig. Bürste das Ganze hoch. Nehme mir meine Finger, mache sie ein bisschen sauber und drücke die Haare dann nach oben. Und dann könnt ihr hier den Rest, der oben, diesen Kleberest, einfach wegmachen. Bildet sich dann so ein kleines Würstchen hier. Aber dann halten die Augenbrauen. Und es ist ein Stückchen mehr Arbeit, würde ich sagen, als das Brow Freeze von Anastasia. Aber ganz ehrlich, es spart mir einfach 21 Euro und euch am Ende auch. Und deswegen ist es okay, wenn ich euch die Technik mitgebe, wenn wir 20 Euro sparen. Freunde, dann nehme ich mir hier so einen Malerpinsel. Das ist von Blue Squid, der Nummer 8. Und schneide mir tatsächlich die Augenbrauen wieder aus. Falls ihr mich schon eine Weile kennt, wisst ihr, dass ich das Ewigkeiten gemacht habe. Mittlerweile fülle ich sie aber kaum noch auf. Also, das mache ich erst zum Schluss. Ich will nur unten so eine scharfe Kante haben. Ich habe mir die Augenbrauen ja blondiert und habe einen Browlift machen lassen und Lashlift, das seht ihr. Und die Augenbrauen sehen einfach am Ende 10.000 Mal natürlicher aus. Und jetzt kommen wir auch gleich zu der Foundation. Die machen wir immer erst eine halbe Seite. Auch hier die Farbe passt. Hier oben einmal lang. Wupp. Und dann nehme ich einen Foundation Brush und blende mir die Foundation ein. Ich zeige euch erstmal die erste halbe Seite, dass ihr euch das Finish anschauen könnt. Ich arbeite gerade auch an einem wirklichen YouTube-Video zu dieser La Mer Foundation, weil sie ist wirklich gut. Aber nicht für 130 Euro, Freunde. Da kannst du mir erzählen, was du willst. Egal, wenn du Millionär bist. 4 Euro tut's auch. Beide Foundations zusammen. Ich weiß, manche mögen das nicht, aber ganz ehrlich, probiert es wirklich mal aus. Ihr müsst natürlich so ein bisschen gucken, welche Foundations passen miteinander oder zueinander. Beide Foundations hier sind wirklich so gemacht, dass sie schön miteinander funktionieren. Und ihr habt einfach das Beste aus beiden Foundations. Ich finde es immer schade, wenn man sich so limitiert, wenn man sagt, nee, ich will nicht mischen, weil ihr habt einfach den Glow aus der einen Foundation, die Pflege aus der anderen Foundation, die Langlebigkeit aus der, die Farbe aus der. Und so könnt ihr einfach so ein bisschen für euch schauen, was euch gefällt. Und ihr seht sofort den Unterschied, ne? Es ist alles ausgeglichen in Kombination mit dem Primer. Super, super schön. Aber es sieht nicht so zugekleistert aus. Ich gehe dann einfach mit einem Schwamm lang. Ich muss jetzt hier einen nehmen, der hier gerade liegt. Ich habe nämlich vergessen, die Waschmaschine anzustellen. So seht ihr das Ganze auch nochmal im direkten Vergleich hier. Ja, naja, langes Wochenende hier. Selleriesaft. Die Foundation ist einmal eingearbeitet, sieht super, super schön aus. Und ich möchte auch gleich weitermachen mit Blush. Beziehungsweise ist es gar nicht so wirklich ein Blush, sondern es ist ein Lippenstift. Und zwar aus dem neuen Catrice-Sortiment. Das ist der Powerful 5 oder aus dieser Power Plumping Gel Lipstick-Reihe. Die Farbe Magnolia Bouquet. Der riecht nach Ricola. Nicht doll nach Ricola, aber das ist so ein richtig schönes, ja,
Ich finde, es ist so wie so ein alter Magnolienton tatsächlich. Wie so alt Rosé, nur alt Magnolia. Sieht super, super schön aus. Dafür nehme ich mir meinen Pinsel, gehe hier rein und trage mir das Ganze hier schon mal auf. Ich hatte das neulich so ein bisschen verglichen mit dem Nabla-Schätzchen hier. Das ist ja auch so ein Duo-Ding. Ich wollte es euch nochmal zeigen. Wir haben hier einmal den Blush und dann eine durchsichtige, gelige Konsistenz. Und das ist schön, man kann so ein bisschen wechseln, aber mit diesem Lippenstift habt ihr halt alles gleich in einem. Und ich mag es persönlich gerne, wenn ich den Lippenstift nachher vielleicht auf meine Lippen geben würde und er dann dieselbe Farbe hat wie mein Blush. Ich finde diese kleinen Tweaks, also diese kleinen Details, die man selber platzieren kann. Passt der Lippenstift zum Blush? Ist es vielleicht sogar dieselbe Farbe? Das macht das Make-up so ein bisschen wertig. Und ihr wisst, wir benutzen hier wirklich teilweise günstiges Make-up. Und ich bin ja ein großer Freund davon, euch vermitteln zu wollen, dass es nicht teuer sein muss. Und durch diese kleinen Dinge sieht das nicht billig aus, finde ich. Weil man einfach weiß, okay, welche Produkte funktionieren mit welcher Textur. Welche Farben funktionieren mit welcher Haut und wie kann man das so ein bisschen abtweaken. Sei es das Mischen von Foundation, habt ihr einfach ein viel. Ja, ich finde fast schon luxuriöseres Finish als teilweise teurere High-End-Produkte. Als Concealer benutze ich im Moment recht gerne den Anastasia Concealer, aber darauf will ich jetzt nicht so viel eingehen. Trag mir den hier auf, lass den wirklich kurzen Moment drauf auf meiner Haut und möchte konturieren. Und zwar benutze ich da entweder den von Kiko oder den von Catrice. Ich benutze jetzt den hier von Kiko. Das ist der Sculpting Touch Concealer. Der Sculpting Touch Creamy Stick. Der ist wirklich fantastisch. Der ist nicht zu warm, der ist nicht zu kühl, der hat ein richtig, richtig schönes Finish. Und ich nehme dafür auch diesen Blush Brush und gehe hier rein und fange erst hier vorne an und drücke einfach nur das Produkt in die Haut. Ich will es nämlich nicht so über die Foundation verteilen. Das hatte ich früher immer gemacht, dass ich das probiert habe, wirklich zu verblenden. Und dann wird es ganz schnell, weiß ich nicht, so dunkel hier. Ich nehme das, gehe hier auf meine Hand und dann nehme ich wieder ein Produkt weg und blend den Rest hier hoch und hier runter, aber das ist die männliche Konturtechnik, macht total gar keinen Sinn, aber das männliche Gesicht wirkt ja immer ästhetischer, wenn die Wangenknochen hier so ein bisschen reingedippt sind. Deswegen gehe ich persönlich hier immer noch mal so ein bisschen lang. Ihr könnt es euch meistens hier einfach nach außen fokussieren und habt dann wirklich dieses cute Face und ich will dieses markante Gesicht. Ich habe ein recht weiches Babyface, finde ich. Und um so ein bisschen, ne, so ein bisschen daran zu arbeiten, probieren wir das ein bisschen auszublenden. Concealer kann ich jetzt ausblenden. Ich gehe jetzt einfach hier mit dem Schwamm einmal rüber und blende das Ganze aus. Sie trocknen recht schnell an, haben dafür aber auch eine super, super hohe Deckkraft, die von Anastasia. Zum Setten könnt ihr es euch denken, und zwar das Holy Grails Puder. Auch da haben viele gefragt, muss man damit baken? Nee, natürlich nicht. Also ich nehme jetzt mal ein bisschen Puder hier in den Deckel, nehme mir einfach einen Brush, gehe hier rein und dann gehe ich in meine Hand. Und dann könnt ihr einfach unter euren Augen setten und ihr habt trotzdem dieses Airbrushed Finish. Ich persönlich bake damit sehr gerne. Ich finde, das funktioniert damit fantastisch gut, aber es ist nicht zu gelb auf der Haut, es sieht einfach nur schön aus. Ich bake aber trotzdem, ihr kennt mich, nehme mein Microfiber Multitool, auch das ist natürlich gerade reduziert. Ich nehme noch ein bisschen mehr Produkt, wie von außen nach innen, ein bisschen hier die Kontur. Kleiner Pro-Tipp. Ich sitze ja an der Quelle zu den Microfiber Multitools, ne, und habe ganz, ganz viele Samples noch hier. Und wisst ihr, was ich damit gerne mache? Ich putze damit gerne. Ich hab natürlich ein paar mehr hier, ne? Aber ohne Witz, ne? Euer Waschbecken. Ich habe meistens immer eins am Waschbecken liegen und wenn ich mich damit abgeschminkt habe, dann mache ich damit danach mein Waschbecken sauber und trust and believe, das Chrom, das glänzt. Funktioniert wirklich gut. Ich arbeite mir das richtig, richtig schön in meine Haut ein. Mach das Baking-Puder weg und bin gleich wieder da. Weiter geht's. Das Gesicht ist gesettet. Und jetzt, Freunde, muss ich euch ein teures Produkt zeigen, was ich aber trotzdem sehr, sehr gerne benutze. Das habt ihr im Haul bei Danny gesehen. Das ist die Hourglass Ambient Lightning Palette Volume 2. Eigentlich benutze ich nur den einen Ton. Der Rest ist Quatsch, finde ich. Ich gehe aber so ein bisschen durch beide durch und trage mir das hier auf. Und das ist ein ganz besonderer Bronzerton. Das ist ein schimmriger Bronzer, ne? Also, das muss man wissen. Der ist nicht matt. Aber ihr seht sofort, wie er das ganze Gesicht so ein bisschen aufwärmt.
Die Base muss dafür wirklich gut gesettet sein und wenn man Unreinheiten hat, dann benutze ich den auch nicht. Also manchmal kriege ich hier, wenn ich einen Highlighter benutze oder so, vor allem diese Liquid-Highlighter, kriege ich hier immer Unterlagerung. Dann benutze ich den nicht, weil dann betont es das. Aber so ist das richtig, richtig schön. Ich liebe diesen leichten Touch an Farbe, möchte aber gleich weitermachen und zwar mit dem Kiko-Produkt. Das ist die Sweet Affairs Duo Cocoa Blush Palette in der Farbe Ruby Cocoa. Das sieht ähnlich aus wie diese Hourglass-Palette, ne? Also wirklich schön. Und ich gehe auch durch beide durch, nehme dadurch gleich Highlighter und Blush und platziere mir das einfach hier rüber und habe dann wirklich diese dreidimensionale Bewegung, je nachdem, wie ich mich bewege. Hier seht ihr die Kontur, dann drehe ich mich und dann habt ihr dieses super Liquid Glow von innen Bewegung sehen. Ich finde, das Blush selber könnte oder der Blush selber könnte ein bisschen pigmentierter sein. Das ist mir persönlich ein bisschen zu schwach, aber dafür gehe ich mit dem gerne einfach hier so ein bisschen über mein Gesicht und wärme das Gesicht auf. Dadurch, dass ich natürlich jetzt sehr viel Produkt im Gesicht habe, kann das Ganze immer sehr schnell so ein bisschen, naja, leblos aussehen. Und ich habe eh schon das Gefühl, dass ich manchmal aussehe wie so eine Kunstpuppe im Gesicht und dann will ich das so ein bisschen natürlicher kriegen und dafür liebe ich die Kombination, ihr seht das, ne? Das ist wirklich wie dieses Glass Skin. Hourglass, es gibt das Ganze auch von Kiko, da hat mir die Farbe aber nicht gefallen und dann dieser Blush dazu, liebe ich. Alright, ich gehe einmal ein bisschen durch meine Augenbrauen durch, benutze auch hier von Kiko den Mood Boost Eyebrow Duo Stift, eigentlich nur mit der Seite hier vorne, um das so ein bisschen aufzufüllen und dann nehme ich mir die andere Seite und gehe hier durch. Liebe ich. Ich überlege, ich habe das Gefühl, ich habe was vergessen, aber nee, wir machen tatsächlich weiter mit den Augen und dafür hole ich mich ein Stückchen näher ran. So seht ihr die Base auch nochmal von Namen und auch nochmal die Reflexion. Ich stelle euch nochmal scharf. Alright, wir machen weiter mit den Augen und dafür habe ich hier von Rem Beauty den Liquid Eyeshadow in der Farbe Herz. Freunde, das Ding. Das ist der Wahnsinn. Ich gebe mir ein bisschen was auf die Hand. Ist viel zu viel. Also ihr braucht wirklich nicht diese Menge an Produkt. Nehme mir meinen Blendepinsel, gehe hier rein, ganz leicht, blende es hier wieder so ein Stückchen aus und damit gehe ich dann in meine Lidfalte. Ich will wirklich nur so einen Touch an Farbe haben. Gehe auch erstmal hier wieder rein, dass ich nicht zu viel habe. Baue mir das Produkt auf. Ihr könnt damit wirklich intensiv die Farbe aufbauen. Ich trage ja im Alltag meistens aber wirklich nur einen Braunton und einen Highlighterton auf dem Lid, dass ich so ein bisschen Tiefe in mein Lid kriege. Und ihr habt ein. Oh. Und das hält, ne? Also, das muss ich sagen, das hält. Ich habe damit auch probiert zu bronzen und zu konturieren. Ist total in die Hose gegangen. Ihr seht, ich habe viel zu viel Produkt benutzt. Man braucht nicht so viel. Kann mir das einfach hier auftragen. Ein bisschen aufblenden. Ihr könnt damit eure Lippe so ein bisschen schattieren, dann wirkt die ein bisschen größer. Ihr könnt damit unten lang gehen, dann wirkt alles so ein bisschen wärmer. Also sehr, sehr vielseitig einzusetzen, außer halt damit eine Kontur zu machen. Und geht damit auch gleich hier unten einfach nur so ein bisschen lang. Ich finde, das macht das Auge am Ende dann doch ein bisschen größer, wenn man nur so einen leichten Braunton nimmt. Nur hier am Wimpernkranz. Übrigens, es ist bald soweit. Und dann gehe ich wirklich nur minimal mit dem Rem Beauty Liquid Eyeshadow in der Farbe Komet. Da gehe ich wirklich nur hier rauf. Ich will nicht zu viel haben davon. Mit meinem Finger rein und presse das hier einfach rüber. Nur für so einen ganz, ganz leichten Glitzereffekt. Ihr könnt natürlich auch die von Rival Loves Me nehmen, aber ganz ehrlich, ich will euch auch mal was anderes zeigen, ne, als nur meine eigenen Produkte. Ich habe dann immer das Gefühl, es nervt. Obwohl ich so stolz bin. Und ihr habt ein super smoky, liebevollen Love It Duft. Ihr könnt dann natürlich auch in diesen Schimmerton hier von Hourglass nochmal gehen, das Ganze so ein bisschen intensivieren. Als Mascara benutzen wir die neue Catrice Max It Mascara Volume and Length. Da sind so kleine Härchen mit drin und, oh Freunde, oh, das sieht so gut aus. Geh einmal durch, ich habe zwar einen Lashlift, aber auf der einen Seite ist es nicht ganz so stark wie auf der anderen Seite. Geh hier rein, streif wirklich viel vom Produkt ab. Das Bürstchen ist riesig groß, also seid da ein bisschen vorsichtig. Und dann gehe ich einfach durch. Einmal. Weil das macht die Wimpern so groß und so lang und so dicht, dass man wirklich nur eine Ebene braucht. Wenn ihr kleckert habt, lasst es kurz drauf und dann machen wir das gleich weg. In der Zwischenzeit benutze ich einen Lip Liner hier gerne von Morphe. Das ist die Farbe Bite Me. Ich habe mich von Morphe von der PR-Liste streichen lassen. Das heißt, ich kaufe mir die Sachen selber. Liegt einfach daran, dass Morphe so ein paar Sachen gemacht hat, die ich persönlich nicht in Ordnung finde. Aber
Ich habe mir den selber gekauft, weil ich die Farbe schön fand. Blend das Ganze so ein bisschen aus und gehe dann mit diesem fast grauen Ton von Kiko einfach rüber. Kim Kardashian is shaking. Sette das Ganze mit dem Milk Hydro Grip Set and Refresh Spray. Und das ist der Look mit meinen Monatsfavoriten aus dem Januar. Wie gefällt er euch? Ich liebe dieses subtile, aber trotzdem intensive, glowige Finish. Diese matte, aber trotzdem prägnante Lippe und diese soften Lidschatten-Look. Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Schreibt mir gerne eure Monatsfavoriten in die Kommentare und ich würde vorschlagen, wir sehen uns ganz bald hier wieder. Tschüss!